rasende Mülltonnen sind etwas völlig Normales. In einem Dorf in Südbrandenburg gelten sie sogar als offizielles Verkehrsmittel. Zumindest dann, wenn sie hier ihr einzigartiges Mülltonnenrennen zelebrieren. Dass das so schnell ist, ne, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Da hat ja ein Zunder drauf, ey. Holla die Wölfe, ey. Eine ganze Dorfgemeinschaft im Tonnenfieber. Und es gibt kein Halten mehr. Auf die Tonne, fertig. Nicht immer steht die 120-Liter-Tonne derart im Rampenlicht. Und wenn, dann auch nur am Straßenrand. Alle zwei Wochen. Die Abfallwirtschaft Spree-Neiße kümmert sich hier um die regelmäßige Leerung der schwarzen Standardtonne und ihrer Verwandten. Es gibt ja jetzt nur 120 Liter, dann gibt es eine 80, eine 60 Liter und 240 und 1,1er. Laut DIN-Norm ist die fahrbare Abfalltonne nur für Fahrten zwischen Wohngrundstück und Abstellort zugelassen. Die Maximallast einer Tonne wird mit 60 Kilogramm angegeben. Würdest du bei dem Mülltonnenrennen mitmachen und da runterfahren? Nein, gebe ich ehrlich zu, würde ich nicht machen. Beim Mülltonnenrennen so, wie die Achsen so sind, nicht. Warum? Ja, weil es einfach dafür nicht gebaut ist, jetzt wirklich nicht. Also für ein Rennen sind sie nicht gebaut. Wirklich? Einige Einwohner des Dorfes Sellissen sind da anderer Ansicht. Sie ignorieren die Expertenwarnung und sind der Überzeugung, dass Mülltonnen sich sehr wohl für Hochgeschwindigkeitsfahrten eignen. Jetzt ist es Zeit, die Renngefährte aus dem Winterlager zu bergen. Ausrangierte Tonnen, aber mechanisch in Ordnung. Und ja, der Spaß ist wert. Ich bin eigentlich gar nicht auf die Tonne gekommen. Ich bin eher der sich mit drum kümmert. Ich selber bin bloß im Training gefahren und gehöre eigentlich eher zur Rennleitung. Wer zur Rennleitung gehört, ist aber ganz vorne mit dabei. Sandro untertreibt. Der Staub der Corona-Pause muss weg. Ich denke, das wird doch ein kleines Highlight wieder werden. Weil die Nachfrage war doch relativ groß dieses Jahr. Und ja, jetzt wollen wir bloß hoffen, dass das Wetter mitspielt und dass die ganze Sache dann auch von Erfolg gekrönt ist. Schauen wir mal. Und dann ist es soweit. 4 Renntonnen und eine Ersatztonne werden an die Strecke überführt. Noch eine Woche bis zum Lausitzer Mülltonnenrennen. Traditionell wird zunächst auf gutes Gelingen angestoßen. Doch etwas Wichtiges fehlt noch fürs erste Training. In Maritas Textilbetrieb werden bis zuletzt noch die dringend benötigten Kissenbezüge aufgebügelt. Sie sind das Ergebnis eigens betriebener Materialforschung. Das sind Stoffe aus 100% Baumwolle, die etwas stabiler sind, weil sich ja die Leute auf die Tonne schmeißen müssen. Und damit der Stoff auch schön feste ist, oder sie bei dünneren Stoffen würden sie runterrutschen. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir etwas Festeres. Weil ja auch, wir sind 18 Mannschaften, glaube ich. Und dadurch werden die ja sehr beansprucht. Außer Mülltonnenkissen fertigen sie hier Luxusbettwäsche für den US-amerikanischen Markt. Doch der edle Zwirn ist in diesem Falle gerade gut genug für die Tonne. Wir haben uns da so eine Technik ausgedacht. Mal sehen, ob es klappt. Zum Glück ist die Stückzahl auf genau 5 begrenzt. Mehr würden sie mit dieser Technik auch gar nicht schaffen. Für die Mülltonne ist uns nicht zu schade. Klettverschluss. Ah, und so kommen die Kissen dann auf die Tonne. Clever. Einmal drauf? Dann nimmst du die Hand an die Griffe. Katrin aus Sellissen legt sich gerade das erste Mal in ihrem Leben auf eine Mülltonne. Stefan, ein alter Hase, gibt seine Erfahrungen weiter. Wenn du bremsen willst, einfach nur ablassen. Das kommt unbewusst. Okay, und wie lenke ich? Das wirst du mitkriegen. Das passiert intuitiv. Jeder Durchlauf besteht aus einer Bergfahrt, die die Schieber erledigen müssen, und einer Talfahrt, bei der die Fahrerin oder der Fahrer auf der Tonne liegt.
Also ich war voriges Jahr, da war das erste Mülltonnenrennen hier gewesen, da war ich Zuschauer gewesen. Und da habe ich, da will ich hoffen, das will ich auch mal machen. Ja, so kam das, dass ich dieses Jahr, ohne dass mein Mann es wusste, uns angemeldet habe. Beim Mülltonnenrennen geht es nicht nur um Spaß, es geht um Millimeter und um Hundertstel. Wer gewinnen will, muss alles geben. Marisha und Ricardo aus Spremberg waren beim letzten Mal schon erfolgreich. Für manche sind sie Angstgegner. Ist das nur Gaudi oder braucht man hierfür Kondition und Ehrgeiz? Eigentlich Gaudi. Er hat jetzt den Ehrgeiz, ich sehe den Gaudi. Ja, von allen so ein bisschen. Also ja. Ohne Ehrgeiz wird natürlich nichts. Also wird natürlich auch was, aber nicht so weit vorne. Aber es ist der Spaß eigentlich. Jetzt kennt man unheimlich viele Leute, die hier schon mitmachen. Man kennt sie untereinander eben. Und man weiß, wie lustig das eigentlich ist, dieses Runterrollen, dieses Anstacheln gegenseitig. Und das ist eigentlich so der ganze Witz dabei. Immer. Könnt ihr bitte mal kurz zuhören? Wir wollen bloß mal zeigen, wie der Wechsel funktionieren sollte. Also derjenige Schieber kommt hochgerannt, schmeißt die Tonne hinter die Ziellinie bzw. hinter die Wechselmarkierung. Und die Fahrerin oder der Fahrer, je nachdem, schmeißt sich auf die Tonne und fährt dann bäuchlings wieder den Berg runter. Erste Proberunde. Marisha gegen Birgit auf der Tonne. Auch Birgit war beim letzten Mal erfolgreich. Höchstgeschwindigkeit fast 30 Sachen. Es herrscht Helmpflicht. Glücklicherweise. Das war ja mein Stunt, oder? Oh Mann. Eigentlich wollte ich hier nur kurz abbremsen, aber so geht's natürlich auch. Oh. Nach kurzer Einweisung schmeißt sich auch Neuling Katrin auf die Tonne. Ihre erste Talfahrt. Achtung Gegenverkehr. Die Kurve nimmt sie souverän. Doch wo ist eigentlich das Bahnende? Ja. Jetzt sag mal, wie war dein erstes Mal? Ja, wir müssen noch ein bisschen an der Technik feilen. Die Angst kam wirklich erst hier unten, als ich nicht bremsen konnte. Aber die haben gesagt, einfach die Mülltonne hinlegen und die bremst von alleine aus. Ein weiterer Star macht sich fürs Training bereit. Mandy, heute noch ohne Helm. Sie holte beim letzten Mal die goldene Mülltonne. Am Rande erfahren wir übrigens auch, warum. Mein Trick ist, ich setze nur mit einem in den Skater auf. Weiß ich nicht, ob das hilft. Aber ich glaube, die Fahrer sind alle fast gleich schnell. Ich glaube, es macht nur der Läufer aus und der Wechsel. Genau das scheint der neuralgische Punkt zu sein. Mit welchem Schwung schmeißen sich die Fahrerinnen auf die Tonne? Sandro, hast du gesehen, dass wenn der ein bisschen mehr Schwung holt, dass er zum Anfang doch einen Vorteil hat, dass er doch schneller ist. Stefan, hier links, hat die Idee einst aus dem Urlaub mitgebracht. In Österreich sah er Menschen auf Mülltonnen den Berg hinabsausen. Erzählte es zu Hause in fröhlicher Runde. Seitdem ist es um die Leute in seinem Dorf Sellessen geschehen. Dann haben wir getüftelt, wie wir da weiterkommen. Nur mit der Tonne, so wie die Österreicher. Und mit ihren Stiefeln hat es nicht funktioniert. Wir mussten ein bisschen anders, weil wir nicht die Schrägheit, die Steilheit haben. Einzige Manipulation an den Tonnen sind die weißen Bremsklötze aus Hochleistungsteflon. Erdacht von Jens, dem Tüftler. Und die Deckel haben sie vorsorglich zugeschraubt. Nicht, dass hier einer noch aus Versehen Müll reinschmeißt. Dazu sind diese Tonnen nun wirklich nicht geeignet. Das offizielle Banner wird entrollt. Ab jetzt wird überall trainiert. Auch heimlich. Abends auf den Straßen von Heidemühl. Vater und Sohn geben alles. Ernstl, gezeichnet vom langjährigen Bürojob. Ja, ich bin hier jetzt über 50. Und da sind die Sportarten mit Schnellkraft nicht mehr die einem so leicht fallen. Deswegen, Tillmann, ich zeige dir das in diesem Jahr noch mal, wie es geht. Und nächstes Jahr machst du es. Ja, muss ich glaube auch noch mal das Fahren zeigen. Andere trainieren täglich in ihrem Job. Schornsteinfegerin Marisha in Spremberg turnt jeden Tag auf den Dächern der Gegend herum.
Das sei ein bisschen wie Parkourtraining oder Geräteturnen, sagt die stolze Besitzerin einer bronzenen Tonne. Marisha kann aufs Fitnessstudio definitiv verzichten. Die Schultern werden beansprucht durch die Kehrleine. Wir haben eine 3 Kilo Kugel unten an der Leine zu hängen und die muss jedes Mal mit hochgezogen werden. Und dann ist es eigentlich auch das aus dem Fenster steigen. Also diese schmalen Leitern hochklettern, dann durch die schmalen Dachfenster durchkraucheln, mit den Armen sich wieder hochdrücken. Und das ist so meine Sportart, die ich dann immer eigentlich jeden Tag treibe. Kein Wunder, dass sie ganz vorne mit dabei ist. Das hat ja angefangen, da haben, ich glaube unter 20 Teams haben beim ersten Mal mitgemacht. Da sind wir Dritte geworden mit meinem Verlobten. Und jetzt hat er den Ansporn, jetzt ist Feuer dahinter. Jetzt sagt er, wenn wir jetzt nicht Dritter werden, wir fahren am Abend noch in Urlaub. Also dann weiß ich, wie die Laune ist, wenn wir keine Platzierung machen, die akzeptabel ist für ihn. Neu zugezogen ins Dorf Sellissen ist eine erfolgreiche Feuerwehrsportlerin, die bereits etliche Pokale eingeheimst hat. Katrin, Neuzugang auf der Mülltonne, hätte durchaus noch Platz für einen weiteren Pokal. Das sind Siege einer Kreismeisterschaft, Landesmeisterschaft, Deutschen Meisterschaft und auch Deutschland Cups. Davon hatten wir immer 4 bis 3 im Jahr gehabt. Das schaffe ich natürlich nicht allein, sondern immer mit einem Team. Und dieses Team hieß oder heißt Team Lausitz. Die Konkurrenz schläft nicht. SV Grün-Weiß Sellissen trainiert vom Mülltonnen-Rennleiter persönlich. Birgit kickt hier als Stürmerin. Sie hatte doch neulich erst den Überschlag mit der Tonne. Also es tut nicht mehr weh. Ein bisschen ehrgeizig gewesen, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht mehr ganz drauf gehabt, wie es jetzt unten mit dem Abbremsen war. Ich dachte nur ganz schön Karacho drauf und Hauptsache abbremsen. Und habe dann tatsächlich bin zu tief ins Gras rein und dann stand ich plötzlich quer und hoch und runter. Wenige Tage vor dem Mülltonnenrennen steht noch das Spiel gegen die Cottbusser Kickerinnen vom Envia Service Team an. Was als Freundschaftsspiel im Plan stand, entpuppt sich im Verlauf als eine gefährliche Begegnung. Doch die Grün-Weißen behaupten sich tapfer. Und holen in der 17. Minute nach Pass von Birgit das 1:0. Vielleicht ein gutes Omen für die Damen, die demnächst auch bei einem anderen Wettkampf punkten wollen. Marita hat das Bügeleisen gegen den Grill getauscht. Bei ihr gibt's Stärkung. Möchte jemand schon eine Bratwurst? Sonst verbrennt sie mir langsam. Ja. Dann kommt mal schnell. Eine Wurst auf den zweiten Platz. Ja. Na. Beste Voraussetzungen, um für das Mülltonnenrennen am Samstag motiviert zu sein. Noch 2 Tage. Die Bahn wird in ihren Wettkampfmodus versetzt. Letztes Training vor dem Rennen. Ernstl tritt an. Auf die Tonne, fertig. Er lässt aber der Jugend den Vortritt. Christoph vom Team Lausitz hat die Nase vorn auf der genau 100 Meter langen Strecke. Die steile Wand von Sellissen. Auch Ernstl bezwingt jeden Meter von ihr heldenhaft. Doch seine Waden fühlen sich jetzt an wie Blei. Schieber zu sein, das ist definitiv der anstrengendere Job hier. Es regnet nicht. Es regnet heute nicht, morgen nicht und Samstag nicht. Nein, es regnet nicht. Doch, es ist wieder drin. Es regnet nicht. Schamanin Marita kümmert sich darum, ein drohendes Unwetter fernzuhalten. Regen können sie hier nicht gebrauchen. Sandro, kannst du noch mal nachregeln? Sandro, ich geh mal runter, ich guck mal hier. Oh je. Empfindliche Funktechnik ist im Einsatz. Wo ist mein Teampartner? Steffi vom Team Fashion macht sich bereit für ihre erste Fahrt auf der Tonne. Bin bereit. Oh, mit ihr kommen 2 Teams aus dem 30 Kilometer entfernten Forst. Für Sellissener Verhältnisse eine internationale Wettkampfbeteiligung. Das Lenken klappt schon mal. Doch wo geht's überhaupt lang? Okay. Ist das hier das Ziel? Fast. Herrlich. Das erste Mal
Oh, das war total aufregend, verrückt. Ich hatte Herz. Und dass das so schnell ist, ne, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Die Teamkollegin ist offenbar auf dem Weg in den Nachbarort. Wird sie die Tonne zum Stehen kriegen? Ja, genau. Alles gut. Oh mein Gott. Ricardo und Marisha gehen die Sache kräfteschonend an. Sie trainieren nur den Wechsel. Man will sich ja nicht blamieren. Vor allem, wenn man letztes Mal Dritter war, dann will man jetzt nicht abrutschen. Also, ja nicht letzter werden. Es wäre nicht schlimm, wenn doch, aber es ist irgendwo doch der innere Ehrgeiz, der sagt, wir können doch nicht schlechter werden. Nach oben geht immer, nach unten ist doof. Und dann nimmt Marisha doch noch mal die ganze Bahn. Hätte sie das wirklich tun sollen? Nein, das ist ja nur einmal passiert, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank sind alle Knochen heil, also alles gut. Echt, aber irgendwas tut weh, oder? Nein, muss es weh tun? Nein. Nein, Quatsch, Schornsteinfeger muss hart am Leben sein. So, Katrin macht wieder den Frosch. Generalprobe. Mach nochmal die letzten Meter. Jetzt simulieren wir. Dieser Hüpfer klappt schon mal. Das muss ich da auch heilen. Noch 8 Stunden. Wird Titelverteidigerin Mandy ihre zweite goldene Tonne holen? Ihre Gegner will sie überraschen und möglichst unerkannt starten. Eine ähnliche Taktik verfolgt auch Ernstl aus dem Nachbardorf. Maximale Verwirrung der Konkurrenz. Sein Team, die Hochseeflotte Heidemühl. Die Renntonnen werden bereitgestellt. Letztes Beräumen der Strecke. Die Veranstalter sind auf mehrere hundert Gäste eingestellt. Pippi wird von Ephraim alias Ronny begleitet. Das Team Takatuka-Tonne zittert. Aufgeregt! Ich bin um 5 Uhr schon früh wach gewesen. Gut, ich mal einschlafen. Team Lausitz gibt sich entspannt, noch. Doch haben Neulinge auf der Tonne hier überhaupt eine Chance? Ich bin vom Motto Hauptsache Überleben jetzt umgeschwenkt auf Bahnrekord. Ja, mal gucken, wie das läuft. Ne? Letzte Einweisungen in das Regelwerk. Beim Fehlstart brechen wir sofort ab, wird der Start wiederholt. Also wirklich bewusst beide Räder unten, dafür ist die Tonne da. Also bitte auch auf beiden Rädern nach oben schieben. Also grob unsportlich, vorsätzliches, das führt zur Disqualifikation. Die Zuschauer nehmen ihre Plätze ein, auch die Logenplätze. Kinder und Tiere bitte von den Innen- und Außenbahnen entfernen. Punkt 14 Uhr startet das Rennen. Fertig. Es besteht aus 3 Teilen, 2 Vorläufen und einem Finallauf. Mit der Startnummer 1 Team Takatuka-Land gegen das duale System. Wer schneller oben ist, hat den Vorteil, denn die Zeit läuft für die Berg- und Talfahrt zusammen. Pippi leicht verspätet, doch auf der Innenbahn arbeitet sie sich nach vorn. Hier kann sie Zeit aufholen. Mandy kommt auf, wenn ich es richtig sehe, hat die noch richtig. Mit 1 Tonnenlänge liegt Pippi vorne. 42 Sekunden, da geht doch noch was. 2. Start, Birgit gegen Marisha. Team Recycling gegen Team Schwanke. Ricardo hier in Schornsteinfeger Schwarz hat beinhart trainiert. Schiebt die Tonne die steile Wand hinauf, als ginge es leicht bergab. Sauberer Wechsel, Marisha zieht das Ding hoch. Birgit landet verspätet auf dem Kissen. Marisha im Gleitflug Richtung Ziellinie. Rekordverdächtige 35 Sekunden. 6 Sekunden vor dem gelben Rock. Matti vom Starlight Express setzt auf eine ganz eigene Technik. Ich kann nicht mit den Inliner fahren, das ist mir total bescheuert. Und wir konzentrieren jetzt hier, weggehen. Sein Schieber ist dafür umso beweglicher. Wenn deiner hier nicht mit Vorsprung ankommt, hast du keine Chance gegen ihn. Das ist
Matti bringt die Tonne an die Grenzen ihrer zulässigen Nutzlast. Doch nichts wird den Starlight Express aufhalten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Matti knapp unterliegt. Am Wechsel macht sich bereit Feuerwehrsportlerin Katrin mit der Startnummer 11. Das Team Lausitz, heute in Blau, will ganz weit nach vorn. Katrins Schwager Christoph gibt alles. Ihr eigener Mann hat gekniffen. Vielleicht eine gute Entscheidung, denn diesen beiden gelingt ein perfekter Wechsel. Nicht eine Hundertstel wird hier verschenkt. Katrin, die Newcomerin, nutzt ihren ersten Run für einen rekordverdächtigen 35 Sekunden. Aber Christoph, hat er gut gemacht. Habt ihr jetzt schon mal? Na, bis jetzt ist immer so best vorne weg. Korrekt. Die Zeiten der ersten Runde sind erfasst. Jetzt kommt die zweite Runde dazu. Pippi vor ihrer nächsten Abfahrt. Damals vor 2 Jahren war sie doch ganz vorne. Wie war eure Zeit letztes Mal? Ja, viel besser. Und eure auch? Das haut fast nicht hin. Woran liegt's heute? Efraim alias Ronny schiebt das Ding so schnell er kann. Aber Team Orange besiegt er nicht mehr. Pippi mit Verspätung auf die Tonne. Und auch noch die Außenbahn. Ganz schwierig. Es reicht wohl nicht mehr für die Siegertreppe. Auf die Tonne, fertig. Bei Ricardo und Marisha Chaos am Wechsel. Drama bei der Schornsteinfegerin. Gelbröckchen nutzt ihre Chance. Ist das hier ihre Rache für die erste Runde? Die Nerven liegen blank. Und Ernstl erholt sich auf der Massagebank. Also die ersten 10 Meter waren ziemlich einfach. Und danach wurde es ganz schön hart. Und ich war froh, als ich oben angekommen bin. Und Tillmann hat dann hinterher einiges ausgebügelt, was ich da so eingebrochen habe. Soll ich das andere Bein auch noch machen? Natürlich, was für eine Frage. Die Stimmung kocht jetzt auch beim Publikum. Das erste Bier ist ausgetrunken. Die Zeiten der ersten beiden Läufe sind erfasst. Meine Tochter, die Birgit, und Schwiegersohn ist dabei. Und warte mal, was sind die für Truppe? Ich bin der Sondermüll. Ja, ich bin natürlich für Stefan, mein Schwager. Batman, der Einarmige. Das Safety Car macht die Strecke frei. Hey. Fürs Finale haben sich neue Paarungen ergeben. Die Teams starten jetzt in der Reihenfolge ihrer gefahrenen Zeiten aus den beiden Läufen. Das heißt, Rang 20 tritt gegen Rang 19 an und so weiter bis Platz 1. Jedes Team kann also jetzt noch mal einen Platz nach vorne rücken. Superman auf der Fahrt nach unten. Einarmig, der Einarmige. Wird Superman den vorletzten Rang verteidigen können? Nein. Hier in Sellessen kommen Superhelden nämlich auf den letzten Platz. Beeindruckende 50 Sekunden werden als langsamste Fahrt ins Geschichtsbuch des Mülltonnenrennens geschrieben. Team Takatukaland gegen die Heidemühler Hochseeflotte. Pippi wechselt schnell. Ernstl kommt auch hinterher. Wird sein Sohn noch aufholen? Schön, dass es vorbei ist. Ich freue mich aufs Zielbier. Es scheint unmöglich, doch die Innenbahn hält Überraschungen bereit. Es ist nicht zu fassen, Pippi nur auf Platz 18. Der Kampf um den 15. Platz. Team No Secrets gegen Rose Express. Ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Team No Secrets holt auf der Innenbahn auf. Doch was ist das? Crash mit dem Rennleiter Sandro. Wir brauchen bitte ein
einen Sanitäter oder eine Sanitäterin, weil unser Zeitnehmer ist umgefahren worden und es ist zu einer schweren Verletzung gekommen. Tut das weh? Eigentlich nicht. Ich habe so viel Adrenalin im Körper. Tut das brennen? Alles gut. Weiß nicht, eine, ja. Eine große. Eine große Schürfwunde. Es ist alles noch dran, da wo es hingehört. Alles gut. So, der Zeitnehmer ist wieder einsatzbereit. Es geht weiter. The Flying Hornets, die fliegenden Hornissen gegen Team Fashion aus Forst. Steffis Ziel ist weiterhin, hier den Bahnrekord aufzustellen. Es scheint nun auch das Ziel der nebenher fliegenden Hornisse zu sein. Sie summt gefährlich schnell, eine halbe Tonnenlänge voraus ins Ziel. Die fliegende Tonne, the flying cons, mit den flying hornets. Matti vom Team Starlight Express erneut in Angriffslaune. Es geht um Platz 7 gegen die Jungs von Mülzedes Brems. Aus die Sonne, fertig. Lustige Teamnamen allein reichen noch nicht für einen der vorderen Plätze. Matti legt alles, was er hat, auf die Tonne. Du bist wieder mit einem knappen Vorsprung. Hat Matti das ins Ziel gerettet? Hat er gerettet. Ganz sicher? Ganz sicher. Ist das schon das offizielle? Matti auf einem hervorragenden Platz 7. Marisha hochkonzentriert. Es geht um Platz 3. Wechsel diesmal 1A. Doch sie hat die schwierige Außenbahn. Eine glückliche Schornsteinfegerin. Der Urlaub ist gerettet. Was wolltest du und was hast du jetzt? Oh, ich hatte so Angst vor dem Urlaub, dass die Laune schlägt ist, aber Gott sei Dank, das Herz pocht. Wir hatten jetzt gerade großen Druck. Vor 2 Jahren haben wir genau gegen dasselbe Team angetreten, gegen den 3. Platz. Und Gott sei Dank geschafft. Und für Katrin geht es jetzt sogar um den 1. Platz. Das ist das Finale, das Team Lausitz gegen das Team Sondermüll. Aus die Sonne, fertig. Die allerletzte Runde des Lausitzer Mülltonnenrennens 2022. Zwei Newcomer-Teams auf der Außenbahn, Katrin und Team Lausitz. Für den Sieg reicht es nicht ganz, aber für einen trotzdem überraschenden 2. Platz. Alter. 33,97 Sekunden. Eine solche Zeit gab es hier noch nie. Team Sondermüll gewinnt nicht nur das Rennen. Die jungen Tonnenfahrer stellen auch einen sensationellen Bahnrekord auf. Hoch mit ihnen aufs Treppchen. Gerahmt von Team Lausitz und Team Schwanke. Sie halten ihre goldene, silberne und bronzene Tonne glücklich in den Händen. Auch Mülltonnen können Menschen zusammenbringen. Eine verrückte Idee und alle machen mit. Am nächsten Tag. Die schwarze Hartplastiktonne wird wieder ihrer bestimmungsgemäßen Benutzung übergeben. Hatte gerade jemand behauptet, die Dinger seien zu irgendetwas anderem zu gebrauchen?